Hallo und willkommen zu diesem kleinen Vorstellungsvideo zum legendären Langbogen Pharus hier auf gatenews.de. Mit der Episode Alles oder Nichts kommt diese neue Waffe ins Spiel, die ich euch ein bisschen ausführlicher hier vorstellen möchte. Pharus ist ein sehr interessanter Langbogen, vor allem weil er in seiner Grundform sehr, sehr schlicht gehalten ist. Das heißt, man sieht keine auffälligen Effekte daran, kein besonders auffälliges Design. Eigentlich ein relativ einfach gehaltener Bogen mit Sehne ohne große Special Effects. Das ändert sich in dem Moment, in dem man die Waffe zieht. Ihr seht schon diese riesige Lichtsäule, die herunterkommt und die auch ein Symbol im Boden einbrennt. Das ist die erste große Besonderheit, wenn man sich Pharus baut. Und die zweite erkennt ihr auch schon, der Bogen hat jetzt ein paar mehr Effekte, ist so ein bisschen auseinandergegangen und auch jeder Pfeil hat einen besonderen Effekt. Und das Ganze klingt schon ein bisschen spaciger, ein bisschen abwechslungsreicher als das, was man sonst bei Langbögen gewohnt ist. Und ich finde ihn persönlich sehr, sehr cool. Er hat sehr, sehr viel Kritik in der Community bekommen, weil er zu einfach sei, nur eine überarbeitete Version des Chaosbogen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Pharus ist, finde ich, sehr einfach gehalten und passt damit aber in viele Designs rein. Also manche Waffen wie Fesseln von Ipos zum Beispiel sind sehr, sehr speziell und Pharus ist halt sehr, sehr allgemein. Wobei dieser Effekt halt auffällig ist. Das heißt, wenn man ein Gebiet betritt, wenn man eine Waffe zieht, wenn man in der Stadt ist, dann fällt man in jedem Fall mit Pharus auf, wenn man ihn zieht. Ansonsten schauen wir uns auch natürlich nochmal die Fußabdrücke etwas genauer an. Auch die gehören zu jeder guten legendären Waffe dazu. Hier seht ihr sie und sie sind sehr, sehr interessant. Es sieht so ein bisschen aus, als würden wir für Risse sorgen. Risse im Boden, vielleicht auch Risse in der Zeit, im Universum. Wir sind ja jetzt mit sehr, sehr vielen Rissen und mit sehr, sehr vielen anomalen Vorkommnissen vertraut. Und vielleicht tut diese Waffe da ihr Übriges, die ja auch so ein bisschen was ja abgespacederes an sich hat, zumindest was die Effekte und die Geräusche der Pfeile angeht. Ja, Pharus lässt sich wie jede legendäre Waffe auch, beziehungsweise jede Generation 2 legendäre Waffe auch inzwischen ohne Sammlung herstellen. Ihr braucht die Beherrschung dafür und ihr braucht Hops mit den Rezepten und ganz, ganz viel Mithril und altes Holz. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu der Waffe zu sagen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut.